Hallo, liebe Vespa-Freunde. Und nochmal ein kleiner Tipp. Bei mir tritt das Problem auf, dass der Spiegel hier drüben schon am Anschlag ist. Das heißt, nach innen kann ich ihn weiter drehen, aber ich müsste ihn noch ein Stückchen weiter nach außen machen. Das gibt aber hier diese Kugel nicht her. Die ist schon am Anschlag. So, was kann man jetzt machen, um das ein bisschen zu verbessern? Werden wir einfach den Spiegel etwas lösen und diese Achse nach vorne drehen. Dazu gehen wir her, den Gummi hochgeschoben, dann sehen wir hier eine Mutter, eine 17er, aber ehe ich mit dem Schraubenschlüssel da dran gehe, mache ich mir sicherheitshalber hier gerade noch mal ein bisschen was an Kreppband hin, um den Lack mit dem Schraubenschlüssel nicht zu beschädigen. So, das soll uns reichen. Jetzt haben wir den 17er Schraubenschlüssel. Und hier ist es so, dass wir auf der linken Seite ein Linksgewinde haben. Rechts ist Rechtsgewinde. Das heißt, um das zu lösen, muss ich ein Stück nach vorne, also im Uhrzeigersinn drehen. Und zack, ist es schon auf. Jetzt gucke ich, dass ich mir den Spiegel hier von der Achse so einstelle, wie ich ihn gerne hätte. So, setze ich mich mal drauf. Und den noch ein bisschen so. Und jetzt muss ich ihn noch ein bisschen hoch machen. Jupp. Ja, so passt das. Jetzt halte ich das hier fest und drehe wieder gegen den Uhrzeigersinn zu. Ein bisschen ein Ruck. Fertig. Und das war's. Krepp weg. Unsere Dichtung wieder draufgesetzt und jetzt ist es genau so, wie es sein soll. Jetzt kann ich den Spiegel wunderbar so einstellen, dass er für mich absolut taugt. Ja, da kann ich sogar ein bisschen so machen. Wunderbar. Jetzt habe ich da wieder Spiel. Um den Spiegel komplett mal herauszunehmen, zum Beispiel, wenn man hier die Verkleidung abnimmt, das genauso wieder hoch, Schraube gelöst, die Mutter gelöst, die Kontermutter. Und dann kann man den als Linksgewinde, das heißt also im Uhrzeigersinn rechts herum herausdrehen. Habe ich im Moment ein Problem, müsste ich die Scheibe erst demontieren. Aber man kann sich das ja vorstellen, wenn die Scheibe weg ist, einfach den Spiegel gedreht, bis er draußen ist, fertig. Und umgekehrt genauso, Spiegel wieder eingesetzt, links herum gegen den Uhrzeigersinn hereingedreht, bis er die Position hat. Dann mit der Kontermutter festgezogen, wie wir es eben gesehen haben. Und das Ganze passt. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.